Hi Peter, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg um C1 über 500 Meter. Wie war das Rennen? Oh, war ein anstrengendes, aber ein schönes Rennen. Die Bedingungen sind ja im Moment so, dass starker Gegenwind ist. Das macht das Rennen immer noch ein ganz schönes Stückchen länger. Aber wenn man vorne liegt, ist es immer irgendwie doch relativ angenehm und ich konnte gleich mich am Start absetzen und habe das dann sogar ein bisschen genießen können auf der Strecke. Das ist sehr schön. Wie zufrieden bist du mit den Ergebnissen zum kompletten Wochenende und von der ersten Sichtung? Ich bin sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen. Natürlich, immer wenn es knapp ist, wäre man lieber dieses kleine Stückchen noch vorne gewesen. Das war letztes Wochenende, also letzte Sichtung war das die 500, wo ich dann Fünfter anstatt, ja, relativ knapp, sage ich mal, zum Dritten. Aber ein Top-Ergebnis. Jetzt gestern dann knapp hinter Konrad Zweiter. War auch ein super Rennen, bin sehr zufrieden. Aber natürlich wäre man auch ganz gerne mal Erster gewesen. Das glaube ich dir. Jetzt aber nochmal im Hinblick auf die Olympischen Spiele und auch auf den Zweier. Was waren denn deine Gedanken, als es rauskam, quasi, dass du jetzt nicht mit deinem gewohnten Zweierpartner, mit dem Jules, an den Start gehen kannst? Ist natürlich ärgerlich. Schwer zu sagen. Es war für mich nicht ganz überraschend. Also, wir hatten ja auch ein paar schwere Jahre jetzt hinter uns. Gerade nach der Olympia-Absage war es für uns beide, glaube ich, ziemlich hart. Ich glaube, ich habe mich ganz gut verkauft. Auch schon 2020 dann bei den Leistungsüberprüfungen und auch dieses Jahr. Natürlich, wenn man es im Zweier nicht selber in der Hand hat, ist es immer ein bisschen ärgerlich, aber kann ich nicht ändern. Ich habe mein Bestes gegeben und freue mich jetzt irgendwie darauf, mal zu gucken, was die nächsten Wochen bringen. Und was stellst du dir vor, beziehungsweise was wünschst du dir für die nächsten Wochen, wie es weitergeht für dich? Ich wünsche mir eine schnelle Antwort vom Deutschen Kanuverband, was jetzt mit mir passiert. Was das ist, muss ich ehrlich sagen, ist mir ein bisschen egal. Ich kann damit leben, wenn es für mich jetzt erstmal zu Ende ist und ich ein bisschen ruhiger machen kann. Natürlich, wenn ich noch irgendeine Chance bekomme für Olympia, bin ich Feuer und Flamme. Aber ja, ich denke, ich habe mein Bestes gegeben und kann stolz sein. Okay, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg für die nächsten Wochen. Dankeschön.